Die türkische Lira ist auf ein Rekordtief gefallen. Das heißt, die Lira-Krise ist wieder da und sie ist ernst. Woran liegt das und wie gefährlich ist das für Anleger, für die türkische Wirtschaft und für die Türkei als solches? Darum geht's heute. Herzlich willkommen bei Zukunftsmärkte. Willkommen. Aus aktuellem Anlass geht es heute wieder um die Türkei. Ich habe zur Türkei schon viele Videos gemacht. Es gibt zu dem Thema hier sogar eine eigene Playlist auf dem Kanal. Das letzte Video ist jetzt aber schon über ein Jahr her und das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, die Lage bei der türkischen Lira, die hat sich ja vorübergehend stabilisiert und normalisiert, so wie ich das eigentlich auch erwartet habe damals. Der zweite Grund dafür, dass ich erstmal kein Türkei-Video gemacht habe in letzter Zeit, das ist schlicht und einfach der, dass ich keine große Lust habe, mich anpöbeln zu lassen. Normalerweise passiert das hier nicht bei den Zuschauern, die der Zukunftsmärkte-Kanal hat. Bei den Türkei-Videos war es dann leider doch immer ein bisschen anders. Es gibt ganz offensichtlich eine relativ große Fraktion, muss man sagen, die jedem ganz gern Redeverbot erteilen würde, der nicht in jedem Satz extra betont, wie großartig die Türkei ist und wie sie doch über jeden Zweifel erhaben ist. Das ist für solche Videos natürlich keine Basis, das macht dann auch nicht viel Spaß. Wobei, und das will ich auch mal betont haben, es gibt auch von unserer Seite gegenüber der Türkei viel Ignoranz und Selbstgerechtigkeit. Denken wir an den Putschversuch im Jahr 2016, bei dem über 200 Menschen umgekommen sind. Und das Einzige, was vielen bei uns dazu eingefallen ist, das war nur, naja, ach, das war doch inszeniert, das hat der Erdogan doch selber gemacht und dergleichen. Oder einfach auch die schlichte Tatsache, dass die Türkei momentan die Hauptlast trägt von den Folgen des Syrienkriegs mit Millionen Flüchtlingen. Und wir machen es uns hier bequem und schieben das Thema so weit weg von uns wie nur irgendwie möglich. Ich will damit nur sagen, keiner hat die Wahrheit für sich gepachtet, auch ich nicht. Ich versuche möglichst sachlich über das zu sprechen, über das ich eben sprechen kann. Kommentare sind nach wie vor willkommen, selbstverständlich hier. Auch andere Meinungen, auch Kritik natürlich. Und ich freue mich auch über Zuschauer, die den Kanal vielleicht sogar abonnieren. Es gibt meines Wissens nicht viele Kanäle, die Themen wie die Türkei aufgreifen, auch mal von der Finanzseite her oder von der Anlegerseite her. Und wenn Sie Zukunftsmärkte abonnieren, dann auch immer gleich die Glocke drücken. Die Glocke ist die Benachrichtigung für die neuen Beiträge. Aber so oder so, auch wenn das Thema vielleicht emotional ist für viele, versuchen wir einfach Argumente sprechen zu lassen und je weniger Beleidigungen und Schwachsinn wir uns hier um die Ohren hauen, umso besser. Gut, zur Lira. Da haben wir den Salat. Das ist die türkische Lira zum Euro, die letzten 5 Jahre. Wir sehen über die Jahre hinweg schon eine starke Erosion und hier dann mit einem richtig scharfen Einbruch im Jahr 2018. Das war die letzte Lira-Krise. Im Sommer 2018 gab es dann richtig Verkaufspanik. Dann hat sich die Lage aber wieder beruhigt. Es gab eine Erholung. Die Lira hat sich eingependelt zwischen 15 und 17 Cent. Nur jetzt haben wir eben wieder einen starken Einbruch und der hat die Lira auch noch mal deutlich unter dieses Rekordtief gebracht, das wir 2018 gehabt haben. Mit anderen Worten, wir haben eben wieder Verkaufspanik, wir haben neue Rekordtiefs sowohl zum Euro als auch zum Dollar und wir haben damit eben auch wieder eine Währungskrise, die diesmal noch ernster sein könnte, als sie letztes Mal war. Und das Ganze wird auch untermauert und zwar von den Devisenreserven der türkischen Notenbank. Die sind jetzt inzwischen nämlich auch deutlich unter dem Niveau, das sie hatten im Jahr der Krise 2018, auch auf dem Höhepunkt der Krise. Der Lira-Wechselkurs sähe wahrscheinlich noch schlechter aus, wenn die türkische Notenbank mit Devisenreserven nicht interveniert hätte. Aber auf der anderen Seite sieht man diese Devisen am Markt natürlich auch, diese Fremdwährungsreserven und dass sie eben auch immer weniger werden. Und dadurch wird man erst recht panisch.
Der unmittelbare Grund für den Kursrutsch ist die Coronavirenkrise natürlich. Hat die Türkei hart getroffen, hat aber nicht nur die Türkei getroffen natürlich, sondern hat auch die meisten anderen Länder getroffen. Dann ein weiterer Grund, der immer wieder angeführt wird, sind die außenpolitischen Konflikte. Das kann man so sehen. Wir haben zum Beispiel zurzeit die Spannungen mit Griechenland. Das ist alles nicht ohne. Auf der anderen Seite, man soll es auch nicht überschätzen. Es gab ja in den letzten Jahren ständig Spannungen der Türkei mit irgendwem. Und was es nicht alles gab, also Abschuss von dem russischen Kampfjet zum Beispiel, Pastor Brunson, Flüchtlingsthema mit der EU, russisches Raketensystem und. Einmarsch in Syrien, in dem Zusammenhang die Drohung von Donald Trump, die Türkei wirtschaftlich total zu zerstören, womit Deutschland und die Türkei schon wieder eine wunderbare Gemeinsamkeit hätten eigentlich, nämlich die Drohung aus den USA mit wirtschaftlicher Totalzerstörung. In Deutschland betrifft es bis jetzt zwar nur Sassnitz wegen der Gazprom-Pipeline, aber könnte uns ja alles wieder zusammenschweißen, so wie in der guten alten Zeit unter Kaiser Wilhelm. Aber so oder so, Konflikte gab es genug, in die die Türkei verwickelt war. Mal hat es die Lira belastet, mal hat es die Lira auch nicht belastet. Der Markt ist da einiges gewöhnt. Und darum glaube ich eben, dass für die Erklärung dieser Krise, dass wir da im Großen und Ganzen anknüpfen können, auch an die letzte Lira-Krise. Das Ganze hat sich jetzt verschärft durch das Coronavirus, aber die Grundprobleme von 2018, die sind auch noch da. Und zwar vor allem die Leistungsbilanz und die externe Verschuldung. Warum ist ausgerechnet die Lira so anfällig? Wegen der externen Verschuldung unter anderem. Ich habe schon viel darüber gesprochen. Die türkischen Unternehmen sind relativ hoch verschuldet in fremder Währung, weil die Zinsen im Dollarraum und im Euroraum immer viel niedriger waren als im Liraraum. Hier die Fremdwährungsverschuldung in Prozent zum Bruttoinlandsprodukt. Das wird vor allem dann natürlich zum Problem, wenn der Wert der eigenen Währung fällt, weil dann die Schulden in fremder Währung immer mehr werden. Das ist genau das, was in der Türkei seit Jahren passiert und was jetzt gerade auch passiert. Und in der Hinsicht steht sie auch im Vergleich zu allen anderen oder vielen anderen Schwellenländern relativ schlecht da. Uns ist natürlich ein Teufelskreis, weil sich Lira-Verfall und Fremdwährungsverschuldung gegenseitig hochschaukeln. Und damit eng verbunden das Leistungsbilanzdefizit. Auch das ist in der Türkei seit jeher hoch. Hier eine Grafik von Trading Economics, was eine sehr gute Seite ist, wenn Sie volkswirtschaftliche Daten suchen von verschiedenen Ländern. Da bekommen Sie bei Trading Economics viele Informationen. Blau sind Monate mit Überschüssen, gelb-braun Monate mit Defiziten. Ein Leistungsbilanzdefizit ist nicht per se schlecht. Das ist eine Frage der Betrachtungsweise. In guten Zeiten, da sagen immer alle, aha, ein tolles Land, das zieht viel fremdes Kapital an, da wird wohl gern investiert. So war das in der Türkei jahrelang auch. In schlechten Zeiten heißt es dann aber wieder, oh Gott, die leben auf Pump, das Land blutet aus und so weiter, weil natürlich in schlechten Zeiten dann auch wieder eher Kapital abgezogen wird. Es gibt aber eine interessante Entwicklung in den letzten Jahren. Das Defizit hat ja die Lira fallen lassen mit und dadurch haben sich aber natürlich die türkischen Exporte verbilligt. Das ist dann ja wieder der Vorteil von fallenden Währungen. Und auch Urlaub in der Türkei ist dadurch für Ausländer günstiger geworden. Und darum gab es dann ab Sommer 2018 plötzlich kein Defizit mehr, sondern Leistungsbilanzüberschüsse. Und das ist meiner Meinung nach auch ein wesentlicher Grund dafür, dass sich die türkische Lira ab Sommer 2018 wieder stabilisiert hat. Das könnte eigentlich auch diesmal wieder passieren. Bei den Exporten geht es auch schon in die richtige Richtung. Die türkischen Exporte sind im Juni um 15,7% gestiegen zum Vorjahr, mitten in der Corona-Krise. Und damit waren die Exporte auch fast schon wieder so hoch wie die Importe. Nur was leider nicht passieren wird dieses Jahr, sehr wahrscheinlich wegen Corona, das ist der Devisenzustrom durch die ausländischen Urlauber.
Es kommen zwar Urlauber noch, aber es werden sehr wahrscheinlich bei weitem nicht so viele sein wie in den letzten Jahren. Und damit wird die Leistungsbilanz dieses Jahr sehr wahrscheinlich trotz der gefallenen Lira nicht gut aussehen. Und die niedrige Lira verteuert natürlich außerdem Importe. Damit treibt sie die Inflation nach oben. Die Türkei ist ja gerade eigentlich in der Wirtschaftskrise, wie fast jedes Land. Und trotzdem war die Inflation im Juli bei 11,8%, also sehr hoch. Und wie Sie wissen, ich bin schon länger der Meinung, dass die türkische Inflation in erster Linie durch die fallende Lira nach oben getrieben wird, nicht durch die Geldmenge oder durch irgendwelche Überhitzungstendenzen. Das war vielleicht 2017 noch so oder Anfang 2018 auch, aber in der jetzigen Lage sehe ich da keinen Inflationsdruck mehr großartig, außer durch die fallende Lira. Und auch das ist aber natürlich ein Teufelskreis. Das eine beschleunigt das andere. Und da stellt sich natürlich die Frage, was kann man dagegen noch tun? Und ob wir wollen oder nicht, wir sind damit wieder beim leidigen Thema Notenbankenpolitik, für die sich Präsident Erdogan ja persönlich verantwortlich fühlt. Die Inflation, wie gesagt, 11,8% zurzeit, der Leitzins aber nur bei 8,25%. Das heißt auch, die Lira und der Lira-Raum sind für Anleger sehr unattraktiv, weil der Zins ja deutlich unter der Inflationsrate liegt. Und das ist auch schon länger so. Hier eine Grafik von Reuters, blau die Jahresinflation und lila der Leitzins. 2018 ist die Inflation auf über 25% gestiegen. Die Notenbank hat damals aber durch sehr starke Leitzinserhöhungen das Ganze ausgebremst. Das war sehr schmerzhaft für die türkische Wirtschaft. Es war aber trotzdem wahrscheinlich richtig. Und es war auch der zweite Grund dafür, warum die Lira ab Sommer 2018 wieder gestiegen ist. Und die Inflation ist dann eben zurückgegangen und man konnte den Leitzins auch wieder senken. Wir wissen aber auch, dass Erdogan den Notenbankchef im Sommer 2019 gefeuert hat und ihn mit jemandem ersetzt hat, der die Zinsen noch stärker senken soll. Und wir wissen außerdem ja, dass Erdogan absolut nichts hält von Leitzinserhöhungen zur Inflationsbekämpfung. Und dass er ja sogar glaubt, dass die Inflation durch zu hohe Zinsen kommt und nicht durch zu niedrige Zinsen. Und seit Ende 2019 ist eben auch der türkische Leitzins wieder deutlich unter der Inflationsrate. Und seitdem fällt die Lira auch wieder. Und zwar eben auch sichtbar. Erdogan wird viel kritisiert für diese Politik. Das brauche ich alles gar nicht wiedergeben. Das können Sie nachlesen. Ich würde ihm im Gegenteil sogar in zwei Punkten recht geben. Nämlich erstens, für die Wirtschaft sind hohe Zinsen natürlich schlecht, das weiß jedes Kind. Und gerade in so einer Krise wie der jetzigen, in der Coronavirus-Krise, da würde man natürlich normalerweise den Teufel tun und jetzt auch noch den Leitzins anheben. Und das ist auch die offizielle Linie momentan der türkischen Notenbank. Die türkische Notenbank sagt, die Deflation oder der Deflationsdruck ist so stark, dass das aktuelle Zinsniveau, obwohl es momentan noch unter der Inflationsrate liegt, dass es absolut angemessen ist. Und unter normalen Umständen müsste man auch sagen, sie hat damit völlig recht. Nur die Inflation ist eben trotzdem da und sie ist trotzdem zu hoch. Und sie ist so hoch, weil die Lira fällt und die Lira fällt, weil die Inflation so hoch ist. Und weil man glaubt, dass die Notenbank nichts dagegen tut oder nicht genug dagegen tut. Und da muss man leider sagen, das ist schon eine Suppe, die hat sich Erdogan zum größten Teil selber eingebrockt. Es geht da inzwischen natürlich nicht mehr um die wirtschaftliche Faktenlage, sondern das ist auch eine psychologische Geschichte. Die Geldpolitik ist ja objektiv vielleicht sogar richtig, aber wenn der Markt das Gefühl hat, dass die Notenbank zur Stützung der Lira nicht das tut, was sie tun müsste, dann fällt sie weiter. Und darum ist es auch ein Fehler, wenn Präsident Erdogan momentan sagt, es ist alles in Ordnung, die Lira fällt nur wegen Attacken auf die Lira von Seiten des Marktes. Es gibt mit Sicherheit spekulativen Druck auf die Lira. Aber der Markt, das sind eben nicht nur Devisentrader, sondern es sind auch viele türkische Unternehmen, die natürlich nach wie vor ihre Schulden in fremder Währung bezahlen müssen.
Und es sind auch viele, viele türkische Sparer, die sich flüchten in Devisen. Fast die Hälfte aller Bankeinlagen in der Türkei ist jetzt schon in fremder Währung. Wie geht das Ganze weiter? Ich gehe davon aus, dass die Lira erstmal weiter fällt, weil in der Türkei eben viel zusammenkommt, wie wir gehört haben. Und weil es erstmal eben auch zu wenig positive Signale gibt. Ich glaube aber auch, dass auf mittlere Sicht wieder ein neues Gleichgewicht entstehen wird, so wie es 2018 eben auch war. Ein Lira-Kurs, bei dem sich die Leistungsbilanz dann ausgleicht und die Türkei hat an sich eine attraktive oder konkurrenzfähige Wirtschaft, ist auch ein interessantes, wichtiges Urlaubsland. Es kann aber sein, dass der Lira-Kurs, zu dem sich dieses Gleichgewicht dann einstellt, dass der diesmal unter dem Niveau ist, auf dem sich 2018 eingestellt hat. Ich bin mir außerdem auch ziemlich sicher, dass die Inflation tatsächlich wieder zurückgeht und dass die Anleger früher oder später dann auch sehen werden, dass die Türkei eben doch ein Land mit einem interessanten Zinsniveau ist. Noch ist das nicht so, aber sobald sich die Lira stabilisiert, sobald sich die Inflation stabilisiert, da ist es wieder so. Und das ist meiner Meinung nach für Anleger auch die eigentliche Perspektive in der Türkei mittelfristig. Türkische Aktien sind auch günstig, aber was eben wirklich auch wieder interessant werden könnte, das sind türkische Anleihen. Sowohl in Lira als auch in Dollar zum Beispiel. Hier nur ein Beispiel, eine türkische Dollaranleihe. Restlaufzeit 4,5 Jahre, wirft zurzeit 6,8% Rendite ab im Jahr in harter Währung. Das ist im momentanen Zinsumfeld wirklich nicht schlecht. Und die Anleihe wird außerdem zurzeit gehandelt, 2,6% über ihrem Nennwert. Das heißt, der Markt ist jetzt da schon wieder viel weniger ängstlich, als er im Sommer 2018 war oder als er im März dieses Jahres, als die Coronavirenkrise kam, als er da war. Wenn solche Dinge Sie grundsätzlich interessieren, also Zinsen, Zinsunterschiede, Währungen und vielleicht auch die Psychologie und die Perspektiven von solchen Währungen und Währungsräumen, dann lesen Sie morgen auch den Zukunftsmärkte-Report. Da geht es um den chinesischen Währungsraum und um den Renminbi. Dadurch, dass ja im Westen größtenteils eine Nullzinspolitik verfolgt wird momentan, dadurch ist das Zinsniveau auch in China jetzt deutlich höher als bei uns und auch die Wirtschaft erholt sich da viel schneller. Und Sie erfahren eben auch, wie Sie davon gegebenenfalls profitieren können. Zukunftsmärkte-Reports von uns, die sind gratis. Sie müssen sich nur einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Und wie gesagt, morgen geht der nächste Report raus. Also anmelden. Der Link dafür ist hier auch unter dem Beitrag nochmal. Zur Türkei gibt es natürlich auch noch viel mehr zu sagen. Kann ich in Zukunft auch gerne tun, selbstverständlich. Jetzt schauen wir mal, wie der Beitrag heute angenommen wird und aufgenommen wird von Ihnen. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche, wenn Sie wollen. Alles Gute Ihnen bis dahin und herzlichen Dank schon mal fürs Zuschauen.